Oh, jetzt werde ich emotional bei der Sissi. Ich habe es nur 72 Mal gesehen, deshalb kann ich den Text. Nicole, bist du genauso gerührt? Ja, genau auf diese Performance habe ich gewartet. Und sie ist gekommen. Das war absolut toll. Wirklich fantastisch. Also, ja. Du hast einen sehr natürlichen Ausdruck. Du hast diese Ruhe ausgestrahlt, was der Tanz benötigt. Es ist einfach wunderschön, euch zuzuschauen. Du kannst weiterhin an deiner Oberlinie arbeiten. Ja, das kann noch ein bisschen besser werden. Aber es war unglaublich schön, dir zuzuschauen. Und ich habe mich eigentlich schon gefreut. Nach dem Gruppentanz letzter Woche habe ich gedacht, ach, da kommt was. Und du hast nicht enttäuscht. Sehr, sehr schön. Ich freue mich auf mehr. Es geht wirklich nicht ohne Thomas. Ja, das ist klar. Dirk. Ja, also ich muss erst mal sagen, ich habe beim letzten Mal immer alle Promis gesiezt und alle Profis geduzt. Ich hoffe, wir können jetzt mal du sagen. Ja? Bitte. Okay, also sieh du, ich bin begeistert. Das ist Anmut, Schönheit. Ich sehe mich ein bisschen als Botschafter des guten Geschmacks und sie sind, du bist. Sowas von schön. Bist du dir das sicher? Doch. Man sieht es dir an. Das Tanzen war wunderschön. Es hatte eine so etwas Sympathisches, so etwas Warmes auch. Wunderbar. Ich musste für einen kurzen Moment überlegen, nimm mir das jetzt nicht übel. Thomas, wer ist jetzt hier der Profi und wer ist jetzt hier der Promi? Das liegt aber nicht daran, dass du jetzt schlecht warst. Es gibt kein größeres Kompliment für den Promi. Genau. Aber der Profi muss den Promi ja auch gut aussehen lassen. Und das macht ja der Herr. Also Applaus. Ja? Ja. Hervorragend. Das haben unsere Profis, glaube ich, generell alle ganz gut drauf. Carina. Ich dachte mir vom Anfang an, oh Gott, ich werde nicht objektiv urteilen können, weil ich ein großer Fan von Ihnen bin. Wirklich Applaus für Ihre Leistung. Ich war bei Ihrer Vorstellung und ich war die Erste, die immer aufgesprungen bin. Aber es ist auch nicht notwendig, ein Fan zu sein, da Sie haben wirklich eine wunderbare Leistung gebracht. Und Sie haben uns einfach in ein Märchen mitgenommen. Ich habe bei Ihrem Tanz nicht einmal denken können an Korrekturen oder was ist nicht richtig. Ich habe es einfach nur genossen. Aber Sie wurden ja schon so hoch 2, 3 gelobt. Und ich denke, von Ihnen würde ich mehr erwarten als vielleicht von allen anderen. Also bitte um eine Sensation. Wolasch. Da ist sie schon, die Sensation. Wolasch Ecker. Wie die Carina gesagt hat, natürlich die Erwartungshaltung für sie oder was du anbelangt, ist wahnsinnig groß. Sie und du kommst aus dieser Branche. Ich war noch nie passiert bei dir. Nein, noch nie. Das macht der Alter wahrscheinlich. Ja. Na gut. So, wahnsinnig große Erwartungshaltung, was dich anbelangt. Und du kommst ja von dieser Branche. Deswegen, wenn du einen Rat annimmst von mir, der Thomas nimmt das eh nicht an, aber du vielleicht, als Musikertänzerin müsst ihr nicht dagegen lenken und so tun, als ob du dich da nicht auskennen würdest. Du kannst tanzen, dann tanz einfach. Ja? Das war eine schöne langsame Walzer und wir hoffen, dass mit den nächsten Tänzen du dich selbst noch weiter toppen kannst. Dankeschön. Danke. Und danke für die Eröffnung. Ana Melva Gomez und Thomas Kramel. Der viel, viel Lob von der Jury für unser erstes Paar hier heute Abend.